Hallo, herzlich willkommen bei Desmond der Tester. Ganz schnell die ganz neuen Boat-Dinger. Einmal der Juicy und einmal der Saft. Eistee-Saft. Eistee. Einfach Eistee. Und zwar Drachenfrucht. Finde ich interessant auf jeden Fall. Und hier, das sollte Maracuja sein. Apfel, Maracuja, Vanille. Hört sich alles gut an. Und ich fülle die einfach mal hier kurz ein. Boah, der riecht interessant. Sehr interessant. Ich probiere gerade mal den hier aus. Der schmeckt nach Litschi. Wirklich, ohne Scheiß. Und so schmeckt eigentlich Litschi. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde mal kurz reingucken, was da drin ist. Drachenfrucht, Holunderblütengeschmack. Nichts von Drachenfrucht drin. Dann finde ich diesen Namen sehr irreführend. Er schmeckt nicht übel. Kann man wirklich mal probieren. Ich weiß nicht, ob es jedermanns Sache sei. So, der hat hier eine ganz andere Konsistenz. Da riecht man auch schön die Vanille raus. Würde ich 100% bevorzugen, sehr süß. Aber schmeckt gut, muss ich sagen. Das ist mal was Besonderes. So ein richtiger Saft anscheinend. Mal gucken, wie viel Saft da wirklich drin ist. Okay, die erste Zutat ist Wasser, das heißt, das ist das allermeiste. Dann Zucker. Maracuja-Saft aus Maracuja-Saftkonzentrat sind 6%. Apfelsaftkonzentrat sind 5%. Zitronensäurekonzentrat, natürliches Aroma, Stabilisatoren. Die Vanille steht hier gar nicht drin. Aber man riecht sie und schmeckt sie auf jeden Fall raus. Coole Sache, auf jeden Fall der Gewinner, 100%. Sehr interessant. Doch, den würde ich mir vielleicht sogar wieder kaufen. Der schmeckt halt eher nach kaltem Tee und nach Litschi-Saft, obwohl da keine Litschi drin ist und auch keine Drachenfrucht. Daher finde ich den Namen einfach ein bisschen nicht passend. Und der ist auch relativ wenig süß. Genau, das war's zum Video. 100% Empfehlung, mal ausprobieren und dann müsst ihr selber entscheiden. Bis dann, ciao.